Leute, wir starten heute mit dem zweiten Tag und heute denke ich mal, werden alle ein bisschen mehr Mut haben, irgendwo reinzufahren, da wir gestern noch die Maschinen alle geschont haben, dass es ein bisschen alle länger hält hier, aber ich glaube, das wird sich heute noch ändern alles und da will dann jedes Loch getestet werden. Was hast du jetzt vor? Du bist verrückt. Ja, beide sind dann gemacht. Ja, und was, wenn einer alle stecken bleiben? Dann haben wir ein Problem. Willst du nicht? Ja, oh Mann, ey. Los da durch! Tief ist das nicht! Warte, warte, ich nehm. Ja, der erste ist durch! Nee! Nach vorne oder nicht? Ja. Aber du musst so lange noch fahren, da wurde die Dinge. Ja, ja. Hier kannst du doch nirgendwo stehen. Guck mal, ob das nicht. Da fehlen 5 Meter. Ich glaube, das war's. Hier. Ganz abrollen darfst du nicht. Nee. Nur da geht's doch gar nicht weiter. Hallo. Thank you.
die Franzi, die macht das jetzt richtig gut alles. Ja, gleich wieder. Oh, fuck, ey. Mit voller Wucht, wa? Ja. Er auch gleich. Die macht das richtig, immer ganz schön sanfte durch. Jetzt kommt Denise, Firma Dennis. Frank wieder mit voller Wucht. Der spielt doch wohl. Heute wollen sie es alle wissen und nass und dreckig werden. Machen die da alle, drehen sie? Wollen auch alle einmal durch. Oh, jetzt kommt Dennis. Übrigens ein ganz verrückter Vogel. Ah, jetzt bin ich auch nass. Jetzt bin ich dran. Ich mache mal mein Allrad aus. Ist aus. Versuch mal ein Wheelie zu machen. Woo!
sollen da warten. Ja, hier waren wir wirklich noch nicht. Machen die denn pissen? Was ist da los? Pinkelpause oder was? Das ist geil, ne? Die Strecke waren wir noch nicht. Nee, noch gar nicht. Oh, geil? Jawohl! Das ist ja nicht tief. Okay. Aber da kommt der doch jetzt nicht hoch. Will der denn drehen jetzt? Scheiße, hier sind nur Stöcker drin. Guck dir das an. Jawohl, komm, der nächste. Und der zweite. Und der dritte. Jetzt kommt Frank mit der Outlander, die ist schwer. Oh, er muss gleich voller Wucht rein. Und das erste Opfer. Aber es geht, es geht, es geht. Absteigen, bisschen anheben. Fußweg Offroad, da kommt da. Alles Anton! Jawohl! Pass auf, jetzt kommen noch mehr Verrückte! Super! Hast du richtig geil, sieht das aus!
Stück Scheiße auf dem Kopf hier. Ja, der ist den Helm aufsetzen. Ganz chillig. Das Zeug stinkt so heftig. Ich habe so ein Gefühl, ich habe mir in meine Watthose reingeschissen und sitze da jetzt die ganze Zeit drin in meine eigene Scheiße. So ein Gefühl habe ich momentan. Boah, ist das ekelhaft. Oh, hier ist auch was Geiles. Ach, das ist der See wieder. So, jetzt wollen sie hier durch. Also der Boden ist schon mal fest, das ist schon mal gut. Der erste, der hat die längsten Schnorchel meine ich. Und der muss erst das erste Mal durch. Und dann wissen wir, wer hier alles durch kann. Denn ich habe zwar auch Schnorchel, aber so hoch sind sie nun mal auch bei mir nicht. Hier ist aber überall fester Boden. Scheinwerfer ist noch in Ordnung. Jetzt schwimmt die. Könnte für meine etwas zu tief sein. Oh, das ist aber zu tief für meine. Ah, jetzt habe ich Wasser in der Hose. Ah, Scheiße, fühlt sich das kacke an. So, der erste ist durch.
erste ist durch. Wer macht der nächste? Also bis hierhin geht das. Ja, da hinten geht lieber hin, vielleicht einmal zum Waschen, aber. Also für mich wird es knapp wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ja, das wird wahrscheinlich bei uns nicht passen. Also Frank ist auch noch am höchsten geschnorchelt. Ja, wenn die oben ist, ist das ja in Ordnung, wenn die oben bleibt. Ja, aber die dreht sich dann. Frank, da hinten musst du ein bisschen langsam machen. Du musst ja sowieso alles langsam machen. Aber dein Schnorchel ist hoch genug. Ja, sagst du. Hoch, hoch, Frank. Ohne Allrad, dann geht er hoch. Allrad ausmachen. Allrad aus, Allrad aus. Oh, shit. Boah, hat Frank aber noch Glück gehabt. Ich sag's doch, heute riskieren sie alles. Scheiß auf die Maschinen. Dennis, boah, das musst du langsam machen. Ich wasche nur. Ach so. Ich wollte schon sagen, deine sind nicht hoch genug. So, und der Frank ist durch. Boah, Schweine Glück gehabt. Ich wasche auch nur. Du wasch nur? Warum das denn? Waschen kannst du zu Hause. Aber du kannst hinten reinfahren und von da mit dem Willi. Genau. Kannst du ja hier drehen, das geht. Bis hierhin geht das alles. Hey Olli, wir können zum Testen auf die Garre schwimmen. Jetzt waschen sie auch noch ihre Quatz hier. Was soll das denn alle heißen? Ja, immer, soll ich dir eine Politurtuch mitgeben? Ja, ich brauche noch Politur. So tief ungefähr. Und wenn die einmal nach unten geht und nicht hochkommt, dann säuft die mir ab. Das werde ich ja wohl doch nicht riskieren. Dafür ist mein Baby zu schade. Ne, Franzi? Aber Franzi macht das. Ich mach das nicht. Ne? Wenn selbst mein Mann das kaum schafft, schaffe ich das auch nicht. Dein Mann kauft dir ein neues Quad. Mach dir da mal keine Sorgen. Der hat genug Geld. Oh. Fahr da rein! Hab kein mehr! Ihr habt jetzt alle wieder aufgesoffen! Was ist denn jetzt los? Wieso schwimmt die denn? Ja. Sag mal, wird die Maschine eingesaugt oder was? Sein, ne? Ist die Linse sauber? Ja. Ja, genau. Ah, das geht. Jawohl. Ja, der Jus hat wenigstens die größeren Eier von uns. So, der nächste. Wer wollte denn noch? Gestern waren zwei Stück, haben sie da gemacht. Ja, hier steht der Schuldige. Das ist ja geil.
Das sah richtig geil aus. Alter, guck mal, wie viel Dreck. Hast du jetzt Blut geleckt oder was? Ich bin mit Allrad gefahren. Jetzt jetzt will er das ohne Allrad oder was? Oh, Scheiße. Ja, einfach auf ihn springen. Aber ich lasse ihn erst mal. Das ist der zweite See. Da wollen einige jetzt auch wieder probieren. Oder die beiden, die so geschnorchelt sind. So, einmal parken und mal gucken, was hier jetzt passiert. Der Weg ist zwar nicht lang, aber es könnte tief sein.